Herzlich willkommen, Michael Seiler. Wir sitzen heute hier im Rahmen des Projektes Vom blauen Himmel über der Ruhr zur Energiewende, das das Ecologic Institute durchführt mit der Methode der Oral History, indem wir Zeitzeugen befragen, möchten wir gerne die Geschichte der wissenschaftsbasierten Umweltpolitikberatung in Deutschland eruieren. Wo im Rückblick würden Sie denn die Entstehung der Umweltpolitik in Deutschland verorten, zeitlich und thematisch? Also ich würde es Mitte der 70er Jahre, so Jahre 74, 75, 76, verorten. Und zwar gab es da eigentlich zwei Ströme. Der eine Strom war der, dass große Industrieanlagen geplant waren und dort erstmalig Widerstand kam, aber erstmalig auch unterschiedliche wissenschaftliche Auseinandersetzungen. Das ist also auch das erste Mal wissenschaftlich Diskurse, die öffentlich zugänglich waren, gab. Also es spielte von vornherein Gefährdung durch Chemie eine gleich starke Rolle wie die Kernenergie. Also insofern hat man eigentlich eine Chemie- und Kernenergiebasis für den Anfang der Arbeiten. Seveso war ja damals ein großer Chemieanlagenunfall, der in der Zeit dort ähnlich große Diskussions hervorgerufen hat wie Fukushima später in der Kerntechnik. Das war sozusagen der Großanlagenstrang, wenn man so will. Und dann war der andere Strang die permanente Emission. Man muss sich ja vorstellen, dass die SPD im 60er Jahren Wahlkampf geführt hat wie der blaue Himmel über der Ruhr. Heute kann man sich das Ruhrgebiet gar nicht ohne blauen Himmel vorstellen. Wo würden Sie denn den Ursprung dieser wissenschaftlichen Begleitung festmachen? Also es gibt keinen konkreten Ursprung, aber was war, als sich Bürgerinitiativen über die puncto Großanlagen gebildet haben, da gab es dann einzelne Leute mit wissenschaftlicher Ausbildung, die in der Region verankert waren und die dann gebeten worden sind, Vorträge zu halten. Und das war ja eine der Gründungsideen fürs Öko-Institut, dass sich verschiedene Kreise, komme ich gleich nochmal drauf, gesagt haben, es kann nicht mit Einzelnen so gehen, sondern wir brauchen eigentlich ein wissenschaftliches Forschungsinstitut, das für die Öffentlichkeit, was damals oft mit Bürgerinitiativen gleichgesetzt worden ist, zur Verfügung steht mit wissenschaftlicher Arbeit. Die Gründungskreise beim Öko-Institut, das waren eigentlich dann drei Strömungen. Es waren auf der einen Seite Bürger aus der Freiburg-Wieler Region. Die zweite der drei Wurzeln waren Politiker aus der SPD. Also da hat auch Erhard Eppler und weniger bekannte, mehr auf Landesebene tätige eine Rolle gespielt. Die wollten dann eben auch mal, dass es unabhängige wissenschaftliche Expertise gibt. Und dritte Wurzel waren in den evangelischen Landeskirchen, sind damals verschiedene Pfarrer so mehr in den Blick gekommen, wenn wir die Schöpfung bewahren wollen, dann müssen wir auch nachhaltig mit der Welt umgehen. Und aus der Ecke ist auch ein Teil vom Impuls für die Gründung des Öko-Instituts gekommen. Wo kam denn die Finanzierung her ursprünglich? Also am Anfang war sehr wichtig, dass wir uns als Mitgliederorganisation aufgestellt haben. Wir hatten ja immer deutlich über 1000 Mitglieder, in den besten Zeiten 5000 Mitglieder. Und das war bei dem kleinen Institut, was wir damals waren, ein ganz zentraler Finanzierungspunkt. Dort war natürlich auch sichtbar, dass Bürgergruppen einfach nur eine bestimmte Finanzkraft haben. Und aus der Zeit kam dann auch unsere Überlegung, wir müssen dafür sorgen, dass auch aus der staatlichen Finanzierung Geld kommt.
Damals war Volker Hauff Forschungsminister und hatte mal auf einer forschungspolitischen Tagung so schön gesagt, er würde ja auch keinen Energiekritiker finanzieren, aber stellt ja nie jemanden einen Antrag. Und das auf der Tagung war ich damals auch mit Lothar Hahn und, also sie waren 1979, da haben wir gesagt, das testen wir mal. Und dann haben wir uns halt mit dem damaligen Öko-Institut zusammengesetzt, den Antrag auch gestellt. Und das war in der Geschichte des Öko-Instituts dann das erste große, von Bundesregierung finanzierte Projekt, also aus dem Etat des Forschungsministeriums. Da kam es dann so langsam, dass man als Experten da war. Ganz starker Sprung kam dann 1986 nach dem Unfall in Tschernobyl, weil die traditionelle Nuklear-Community in Deutschland hat ja versucht, die Auswirkungen, die aus Tschernobyl in Form der Wolke rüberkamen, zu verharmlosen. Also auch unter Nichtberücksichtigung von geltender Strahlenschutzverordnung. Und wir haben damals dann ganz massiv Gegeninformationen betrieben, zum Teil auch mit interessierten Landesregierungen. Also auch da hatten wir schon einige Kontakte in Politik rein, wo wir dann zuständige Landesminister auch davon überzeugen konnten, dass das, was Bonn, also die Bundesregierung, gesagt hat, falsch ist. Und ab damals war auch, dass Medien von uns immer eine Zweitmeinung wollten. 1986 als entscheidendes Jahr, in dem sich die Wahrnehmung verändert. Aber inwiefern war das ernst gemeint zuvor oder eben nicht ernst gemeint, sich die Kritik ranzuholen? War das eher ein Feigenblatt oder gab es da ein ernsthaftes Interesse? Ja, es war immer eine Mischung und ist bis heute eine Mischung aus Feigenblatt und ernsthaftem Interesse. So funktioniert halt die Menschheit. Da darf man sich keine Illusionen machen. Aber es wäre auch Illusion zu sagen, es ist nur Feigenblatt. Und das war so ein Schritt-für-Schritt-Prozess, sagen wir mal, eigentlich in der Politik, über das haben wir schon geredet, aber auch ganzes Stück weit gegenüber der Industrie, wobei der Prozess ein Stück langsamer war und innerhalb der traditionellen Wissenschaft auch. Was sich geändert hat, ist, dass wir am Anfang viel mehr mit Angriffen leben mussten oder mit der ungesicherten Zukunft. Das ist heute sozusagen auf ein normales Level, das man sicher in vielen anderen Institutionen auch hätte zurückgegangen. Heute haben wir vielleicht auch ein ganzes Stück mehr Verantwortung. Ich drücke es mal ironisch immer so aus, besteht jederzeit die Gefahr, dass ein Vorschlag auch umgesetzt wird. Also besteht auch die Gefahr, dass sich dann rausstellt, ob der Vorschlag gut war oder nicht. Wie würden Sie denn beschreiben, was macht die besondere Qualität von den unabhängigen Instituten, die also wissenschaftsbasierte Umweltpolitikberatung machen, aus im Vergleich zu den traditionellen Wissenschaftsinstitutionen? Also es ist auf jeden Fall die interdisziplinäre Arbeit und das, was manche transdisziplinär nennen, nämlich die Arbeit auch mit den nichtwissenschaftlichen Akteuren gleichzeitig. Und da ist die traditionelle Wissenschaftsstruktur, die ja nach Lehrstühlen, nach Fakultäten, nach wissenschaftlichen Abteilungen, wenn ich in die Forschungsinstitutionen reingehe, organisiert ist, die sind ja kaum in der Lage, sowas zu machen. Weil da einfach die Struktur das nicht hergibt, dass man eine tägliche Schnittstelle hat. Es geht ja dann nicht nur darum, die Sprache zu verstehen, sondern dann auch gemeinsam an dem Problem zu arbeiten. Es gibt wenig Länder, bei denen ähnliche Institutionen auch eine ähnliche Rolle haben. Das da wäre mal eine Untersuchung spannend, wie das politische System, also das Governance und Political Decision System in verschiedenen europäischen Ländern auch eine Interaktion damit hat,
ob im nationalen Rahmen unabhängige Institute entstehen konnten oder nicht. Haben Sie selber eine Erklärung dafür, dass es eine Art deutsche Sonderentwicklung gegeben hat? Also eins ist, ich hatte ja vorhin schon mal darauf hingewiesen, dass die Länder eine große Rolle gespielt haben. Und das föderale System in dem Sinn gibt es ja in ganz wenig anderen Ländern. Das heißt, diese breite Mischung von potenziellen offiziellen Auftraggebern unterschiedlicher Couleur und Farbe. Das Zweite ist sicher auch, dass wir kein Mehrheitswahlrecht haben. Dann sage ich Ihnen erstmal vielen herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die Veranstaltung.